Das Leben und das traurige Ende von Ken Curtis. Ken Curtis wurde am 2. Juli 1916 als Curtis Wayne Gates als jüngster von drei Jungen in Lamar im Provost County im Südosten Colorados geboren. Curtis lebte seine ersten 10 Jahre auf einer Ranch am Muddy Creek im östlichen Bend County. 1926 zog die Familie nach Las Animas, der Kreisstadt von Bend County, damit sein Vater, Dan Sullivan Gates, als Sheriff kandidieren konnte. Die Kampagne war erfolgreich, und Gates diente von 1927 bis 1931 als Sheriff von Bend County. Die Familie wohnte unterhalb des Gefängnisses, da das Gefängnis den ganzen zweiten Stock umfasste und seine Mutter, Nellie Sneed Gates, für die Gefangenen kochte. Das Gefängnis befindet sich aus denkmalpflegerischen Gründen auf dem Gelände des Bend County Courthouse in Las Animas. Curtis war Quarterback seines Footballteams der Bend County High School und spielte Klarinette in der Schulband. Er schloss sein Studium 1935 ab. Während des Zweiten Weltkriegs diente Curtis von 1943 bis 1945 in der US-Armee. Später besuchte er das Colorado College, um Medizin zu studieren, verließ es jedoch nach kurzer Zeit, um seiner musikalischen Karriere nachzugehen. Curtis war Sänger, bevor er zur Schauspielerei wechselte, und kombinierte beide Karrieren, als er in die Filme einstieg. Curtis war 1941 bei der Band Tommy Dorsey und folgte Frank Sinatra als Sänger, bis Dick Haymes 1942 Sinatra vertraglich ersetzte. Curtis lernte seine erste Frau Lorraine Page in den Universal Studios kennen und sie heirateten 1943. Für einen Großteil des Jahres 1948 war Curtis ein bekannter Sänger und Moderator der langjährigen Country-Musik-Radiosendung WWVA Jamboree. Ken Curtis schloss sich den Sons of the Pioneers von 1949 bis 1952 als Leadsänger an. Zu seinen großen Hits mit der Gruppe zählten Room Full of Roses und Ghost, Riders in the Sky. Columbia Pictures unterzeichnete 1945 einen Vertrag mit Curtis. Er spielte in einer Reihe von Musical-Western mit den Hoosier Hotshots und spielte romantische Cowboy-Hauptrollen. Curtis war durch seine zweite Ehe ein Schwiegersohn des Filmregisseurs John Ford. Curtis hat sich in Rio Grande mit Ford und John Wayne zusammengetan. Er war ein Sänger in der fiktiven Band des Films The Regimental Singers, die eigentlich aus den Söhnen der Pioniere bestand. Curtis ist nicht als Hauptdarsteller aufgeführt. Es ist möglich, dass er eine kleine Rolle gespielt hat, aber Curtis ist am besten als Charlie M.C. Corey in The Searchers, The Quiet Man, The Wings of Eagles und The Alamo in Erinnerung geblieben. Curtis schloss sich Ford zusammen mit Henry Fonda, James Cagney und Jack Lemmon in der Komödie Navy-Klassiker Mr. Roberts an. Curtis produzierte 1959 auch zwei Extrem-Low-Budget-Monster-Filme, The Killer Shrews und The Giant Gila Monster. Auch in der Filmadaption Konaga, die auf einem Buch des beliebten Schriftstellers Louis L'Amour basiert, spielte er neben Sam Elliott als alternder Viehzüchter. Curtis war 5-mal Gast in der Western-Fernsehserie Have Gun, Will Travel with Richard Boone. Im Jahr 1959 trat er als Cohand Phil Jakes in der 4. Staffel von Gunsmoke Jayhawkers auf. Er spielte auch als Zirkusartist Tim Durant in einer Episode von Perry Mason, The Case of the Clumsy Clown. Im Jahr 1964 trat Curtis als Muleskinner Graydon in der Episode Graydons Charge der syndizierten Western-Fernsehserie Death Valley Days auf, in der auch Denver Pyle und Kathy Lewis in den Hauptrollen zu sehen waren. Curtis ist nach wie vor am besten für seine Rolle als Festus Huggen bekannt, der ungepflegte, streitsüchtige und ungebildete Stellvertreter in Gunsmoke. Während Marshall Matt Dillon über 2 Jahrzehnte insgesamt 5 Stellvertreter hatte, hatte Festus die Rolle mit 304 Folgen am längsten, 11 Jahre. Jahre später spielte Curtis eine Gastrolle als pensionierter Polizeidetektiv in O'Connors NBC-Programm In the Heat of the Night. Ein Jahrzehnt später kehrte er in der kurzlebigen Western-Serie The Yellow Rose zum Fernsehen zurück, in der er die meisten seiner Szenen mit Noah Beery Jr.
Curtis' letzte Schauspielrolle war die des alternden Viehzüchters Seaborn Tay in der Fernsehproduktion Konaga, 1991, des Western-Autors Louis L'Amour. 1966 heiratete er Toriel Connelly. Sie waren bis zu seinem Tod 1991 verheiratet und er hatte zwei Stiefkinder. In seinen späteren Jahren lebte Curtis in Clovis. Leider. Curtis starb am 28. April 1991 im Schlaf an einem Herzinfarkt in Fresno, Kalifornien. Er wurde eingeäschert und seine Asche im Flachland von Colorado verstreut. Auf Wiedersehen, Ken Curtis.